It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Popquiz. Es war im Sommer 1975. Wir waren gerade bei den Aufnahmen zu unserem 5. Studioalbum. Love is the drug and I need to score. Und weil ich es war, der sich nebenbei um all den Kleinkram kümmerte, der außer der Musik sonst noch zu einem guten Album gehört, fuhr ich eines Tages zum Londoner Flughafen. Ich musste Jerry Hall abholen. 1,83 Meter groß, blond und blauäugig. Wir fuhren gemeinsam nach Wales, wo an einem Strand ein Fotoshooting stattfinden sollte, denn Jerry war das Covergirl unseres Albums. Sie stammte ursprünglich aus Texas. Mit 16 war sie nach Europa gekommen. Ein Fotograf hatte sie am Strand von Saint-Tropez entdeckt und sie nach Paris geschleppt. Dort teilte sie sich ein Hotelzimmer mit Grace Jones, traf sich mit Jean-Paul Sartre zum Lunch und ließ sich von Helmut Newton fotografieren. Ich hatte sie auf einem Titelbild der Vogue entdeckt und sofort gewusst, dass sie perfekt auf unser Albumcover passen würde. Nun also standen wir an der steinigen walisischen Küste. Sie war von oben bis unten blau angemalt, weil sie eine Sirene aus der griechischen Mythologie darstellen sollte. Ich hielt ihr einen Regenschirm, damit ihre Farbe nicht in der Sonne zerlief. Und als das Shooting vorbei war, brachte ich sie zurück ins Hotel und half ihr, das wasserfeste Zeug von der Haut zu bekommen. So begann unsere Beziehung. 5 Monate später steckte ich ihr einen Verlobungsring an den Finger. Alles sah wunderbar aus. Bis uns Mick Jagger 1976 nach einem Stones-Konzert in London zum Essen einlud. Ein Jahr später verließ sie mich und heiratete ihn. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.